Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und vor allen Dingen schön, dass du wieder mit dabei bist und dass ihr alle mich so tatkräftig unterstützt und euch dieses Let's Play anschaut. Ja, willkommen zurück zu Pioneer of Pagonia. Pioneers of Pagonia. Ja, ist alles nicht so rein. Okay. Wir sind, glaube ich, nicht fast durch, aber wir haben so einige von diesen netten Meilensteine haben wir abschließen können. Die letzte Geschichte, die wir jetzt hier noch machen müssen, sind die hungrigen Propheten, deren es da viele gibt. Und ruft bei den Fraktionen, je nachdem, der Ruf liegt da so im Augenblick bei 50%, also neutral. Wir müssen aber oder wollen aber Freund werden. Ja, das ist so das Ziel. Ja, mit allen Fraktionen anfreunden ist da so die Aufgabe, die da ganz oben noch zu sehen ist. Erfülle Aufgaben dieser Fraktion, um deinen Ruf bei ihnen zu verbessern. Nächster Fraktionsruf, garantierte Handelsangebote, Chance auf Geschenkangebote und geteilte Weltsicht. Da schauen wir mal, ob wir das alles noch hinkriegen. Wäre toll, sollte aber funktionieren. So, was haben wir hier schönes Handelszentrum? Da haben wir entdeckt. Alle interessante Orte haben wir entdeckt. Ein Artefakt wurde entdeckt. Produktion von Schneiderei abgeschlossen. Warte auf neue Aufträge. Das war die Sache, wo ich da diesen Rucksack noch in Auftrag gegeben habe, damit wir 5 Rucksäcke haben. Rekrutierung vom Gildehaus auch abgeschlossen. Warte auf neue Aufträge. Das ist cool. So, Artefakt wurde entdeckt. Ein weiteres Artefakt. Wo ist hier ein Artefakt? Angeblich soll hier ein Artefakt rum existieren. Bin ich blind? Ja, natürlich. Komisch. Artefakt. Ich sehe erstmal nichts. Da sehe ich viel Wasser, da sehe ich viel Gehölz und. Wo soll denn hier ein Artefakt sein? Eisenerz? Eisenerz kann kein Artefakt sein. Da bin ich. Ach, nee. Oh, das sind die Schwerter. Dann ist diese Frage jetzt auch geklärt. Das sind Artefakte, die wir finden können oder finden müssen, um die entsprechend dann zuzustellen. Oha. Oha. Daher. Ja, ich weiß schon, was für ein Artefakt. Ja, klar, dieses. Wow. Ja, gut zu wissen. Wieder was dazugelernt. Das wusste ich ehrlich noch nicht. Ich hatte ja in der letzten Folge was, glaube ich, gesagt, ne, hier von wegen, ja, ne, ich habe ja schon mal gespielt und kenne mich so ein bisschen zumindest aus. Und auch hier mit den Handeln und so und das sind nicht wir, glaube ich zumindest. Oder doch? Moment, Holzfäller deaktiviert. Warum? Was hat getan? Ich aktiviere die mal. Naja, also hatte ich ja erzählt und so und jetzt hat sich dieses Geheimnis gelüftet. Das sind Artefakte, die wir finden können. Okay. So, und wir haben eins haben wir schon geliefert, 2 müssen wir noch. Sehr cool. Ja, das erfreut mein Herz. wo sind denn unsere Handelsleute? Die müssen hier irgendwo rumgeistern. Normalerweise, also wenn ich ein Gebäude anklicke und da sind entsprechende Leute beschäftigt in diesem Gebäude, dann werden die mit hervorgehoben. Moment. Nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Da habe ich mich irritieren lassen. Hier sind auch immer noch 0, ne? Davon mal ganz ab. Werkzeug, ein Rucksack. Hä? Ist es nur einer im Augenblick? Das Gildehaus hat gesagt, die sind fertig. Die Rucksäcke sind auch alle weg. Ich bin mal wieder verwirrt. Normalzustand bei mir. Wenn es um Spiele geht. Ja, weiß ich nicht. Egal, die sind irgendwo. Ich hoffe, die machen ihren Job. Ja. Okay, ja, schön. Wenigstens etwas. Das ist, da kommen wir voran. Da haben wir noch ein bisschen Probleme.
Ach ja, ich wollte ja noch Wachtürme entsprechende bauen. Ah, das hat sich als richtige Strategie herausgestellt, ne, wenn man die dann hier an die Grenze setzt. Ja, dann passieren Dinge. Sehr cool. Das ist eine Jagdhütte von dem Nachbardorf. Da haben wir den anderen mysteriösen Ort. Und ich würde vorschlagen, da wir hier schon relativ nah dran sind, relativ nah dran ist das richtige Wort dafür, würde ich hier einen weiteren Wachturm in Auftrag geben wollen. Nee. An. Sowieso gucken, bevor ich den Bau. Moment mal, Wege? Ich komme von hier, ne? Hm. Okay. Nun gut, dann ist vielleicht die Ausrichtung so in die Richtung besser. Das ist, glaube ich, egal. Das ist irgend so ein Hügel im Weg. Keine Ahnung. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich sehe mal zu, dass ich da irgendwie hinkomme. Von diesem Wachturm aus einen Weg dorthin. Das ist das Maximum oder so. Ja, gut, da gibt's Rohstoffe. Den Zugang dazu sollte ich mir nicht komplett verbauen. Mach das mal so. Ja, sehr wahrscheinlich werden wir die nicht mehr benötigen, also in dieser Spielrunde, aber einfach aus Prinzip. So, sehr, sehr langer Weg. Aber egal, wir werden ihn gehen. Ich hatte noch einen anderen Wachturm, der im Prinzip nicht mehr benötigt wird. Und habe da 10 Leute rum existieren, die spare ich mir, indem ich das Gebäude abreiße. Die haben wir in der letzten Folge gesehen, das geht, das kann man machen. Ist nicht unbedingt. Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, was habe ich getan? Sind alle hier im Pausenmodus. Ich versuche vergessen, die wieder rauszuholen. Aus demselbigen. Und trotzdem kann ich alles bauen. Das ist, haben wir Glück gehabt. Ich hab ja genügend Lagerstätten. Das kann schon mal passieren, dass ich Dinge übersehe. Was hiermit? Wir haben keine Aufträge. Das ist was anderes. So, jetzt habe ich wieder erfolgreich unterbrochen. Ich hatte ja in der letzten Folge, oder wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass man das durchaus machen kann. Ist natürlich, ne, wir wissen, zweischneidiges Schwert und so, ne, in einer anderen Konstellation, wenn wir hier irgendwie Gegner oder so haben, wäre das gut zu überlegen, ob das tatsächlich eine gute Idee ist, das dann so zu machen. Ja, das ist, glaube ich, dann eher weniger. So, ja, das ist mal cool. Wir erreichen diesen mysteriösen Ort oder haben ihn vielmehr erreicht und wir können jetzt schon anfangen, hier den Auftrag entsprechend umzusetzen, durchzuführen, Dinge zu machen. So, ich müsste dann da noch mal ran. Bei der Gelegenheit, ne, können wir nämlich hier die entsprechenden interessanten Orte auch mit einbinden. Mal hier so lang. Moment. Dann da lang. Und ja, machen wir so. Ja. Ist schön, aber selten. Und erfüllt seinen Zweck. Sollte es zumindest so. Das heißt, ich kann diesen Ort jetzt auch mit Steinpilzen versorgen. Versorgen? Piep! Was ist denn heute los? Komme ich ins Stimmbuch in den zweiten? Jetzt schon? Wäre ein bisschen früh. Dann hätten wir immerhin schon mal 2 von 3. Und ja, haben hier die entsprechenden Orte, können jetzt auch von uns irgendwie aufgesucht werden. Was und wie auch immer.
Der dritte Ort ist irgendwo hier hinten. War das richtig? Au, 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 ganz weit. Uiuiuiui. Also selbst von hier aus wäre das schon ein Weg. Was ich gar nicht weiß. Kann man hier Brücken bauen? Ich weiß, das ist hier nicht Siedler, ja. Das ist aber von dem Siedlermacher. Und in einem der Siedlerfolgen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher es jetzt war, ob es jetzt Siedler 2 war, in dieser Neuauflage von Siedler 2 oder in einer der späteren Siedlerfolgen, da konnte man. Es gab einmal Boote, aber ich meine, man konnte auch mal Brücken bauen. Ich bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Das ist schon alles ewig her. Ewig her. Ich bin uralt, ja. Das ist. Da vergisst man dann schon noch mal das ein oder andere. Schon erwähnenswert, dass ich das überhaupt noch weiß. Ja. Oh mein Gott. Ja, mein erstes Siedlerspiel, klar, ne, Siedler 1, logischerweise, habe ich mir gekauft. Da war das im Angebot. Ich war zu der damaligen Zeit, war ich also absolut auf Adventure-Spiele. Fokussiert, spezialisiert, insbesondere natürlich hier der Lucas Film Games bzw. Lucas Arts. Und da natürlich sehr, sehr gerne die Monkey Island Reihe und so halt. Ne? Hier der Pirat, ne? der Sleepwood, unser aller Piratenkapitän. Jo. Das waren Zeiten, ja, und da war ich so, ne, da war ich so unterwegs und dann bin ich irgendwann mal, klar, entsprechende Spielezeitschriften natürlich konsumiert, gelesen und in dem Zuge, mich da irgendwie, ne, entsprechend zu informieren, bin ich dann mal auf die Siedler gestoßen und war da immer so, ja, hört sich interessant an, aber bin ja mehr so Adventure-Mensch und so da so unterwegs, also so in der damaligen Zeit. Und ja, wie gesagt, bin dann halt irgendwann mal irgendwo im Geschäft geraten oder war das in so einer Grabbelkiste, war da so eine CD drin, also so noch eine CD-Hülle auch, so wie man das so kannte damals halt. Ja, das war damals so. Da gab es noch CDs, später DVDs und das war wie gesagt eine CD und da gab es dann, meine ich zumindest, oder war das schon eine DVD? Bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Ist ja auch egal, ich meine, wäre eine CD gewesen. Egal. Ich meine, ja, CD, DVD, glaube ich, gab es zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Die, wie gesagt, hatte ich da und die war da irgendwie, ich glaube, für 20 Mark. Das waren noch D-Mark-Zeiten. Ja, ja, so alt ist das Ganze schon. So lange, ewig her ist das. Wurde das da angeboten. Da habe ich gedacht, komm, ne, packst du mit, ne, nimmst du mit nach Hause, hast du halt 20 Mark im schlimmsten Fall fehlinvestiert, wenn sich jetzt für sich herausstellen sollte, dass das nichts gewesen ist. Ja, ich habe das Spiel installiert, gestartet und als ich so angefangen habe zu spielen, sofort geliebt. Es war einfach damals toll, ja, war ein klasse Spiel. Ich war total begeistert, war absoluter von Minute 1 an Siedler-Fan. Das war, ich habe gedacht, das ist mein Ding. Und ja, jetzt bin ich immer noch dabei. Oder schon wieder. Ja gut, ne, ist ja nicht, wir wissen ja, ne, also ist ja nicht offiziell eine Siedler. Gehört nicht zur Siedler-Serie, dieses Spiel, aber absolut back to the roots, kann ich da nur sagen, so halt, ne, also schon im modernen Gewand, ne, und alles etwas neuer und so, gar keine Frage, aber man entdeckt so Parallelen, sagen wir es mal so, solche Geschichten gab es damals noch nicht, auch 3D und so, ne, klar, das war alles noch schön in 2D und Pixelgrafik und hast du ja nicht gesehen, und aber trotzdem, es war einfach grandios, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe das Ding gesuchtet. Da kommen sie an, die sind aber flott unterwegs, aber hallo, holy moly, die haben es eilig, da ist aber jede Menge Schmackes in den Beinen, da, halala. Ja, die haben sich auch lange genug jetzt da ausgeruht, die konnten ja jetzt ewig nichts machen. Da guckt selbst das Häschen verdutzt und springt schnell. Die Hasen, das sind aber schon so Killerkaninchen. Ja? Das sind schon so, also, oh, hallo. Das sind ja Monsterhasen.
glichen hier mit den Leuten. Puh. Da bist du schon lange da, wenn du den verspeisen musst, da kriegst du aber eine Mannschaft von, sagt, kann ich aber sagen. Meine Güte, nee. Das ist ja ein halber Wolf oder so von der Größe her. Ja, nee, alles gut, alles gut. So, ja, die sind jetzt natürlich eifrig dabei, die Grenzsteine zu versetzen, das ist super. Das sollen sie tun. Und auch möglichst schnell, damit wir hier, ne, zu diesem mysteriösen Ort vordringen können und die entsprechenden Aktionen dadurch führen können. Was ist eigentlich mit dem anderen? Ist der schon fertig? Also ne, nicht jetzt fertig, also entdeckt hatten wir den ja. Oh ja, sehr gut. Und der wird auch gerade jetzt beliefert, wenn ich das richtig sehe. Ja, geht doch. Geht doch. Da kommen die ersten Lieferungen an. Ja gut, jetzt 14 von 24. Diese macht Tinne. Also die Soldaten da, ne? Also die Wachhabenden, die waren da aber zügiger unterwegs. Da schleichen hier durch die Gegend. Also, Mann. Gutes Personal ist so schwer zu finden. Ja. So, die Katzen warten. Der mysteriöse Ort, das ist einfach nur eine Katzenniederlassung. Bin ich von überzeugt. Da sind zwei Katzen, sonst ist hier nichts. Also zumindest keine weiteren Bewohner, die jetzt irgendwie so entdecken werden. Komischerweise hängt hier aber Wäsche. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Ja, und ne, wie gesagt, hier so diese netten Details, das ist immer wieder schön zu sehen, finde ich. Also ich kann mich an sowas erfreuen, muss ganz ehrlich sagen. Das sieht toll aus. Da ist mit viel Liebe am Detail dran gearbeitet worden. Ne? Auch hier so die verschiedenen Gebäude, hier der Wachturm. Da wird halt selbst daran gedacht, dass die Leute vielleicht mal so ein bisschen Wärme brauchen oder was kochen wollen. Da ist also eine entsprechende Feuerstelle vorhanden, sei es jetzt ein Ofen, Kamin, was auch immer. Einfach nice. Ging es hier die Sachen hier geliefert. Die Grenzsteine. Heißen die jetzt so? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich klicke mal kurz drauf. Grenzstein, ja, genau. Ja, sobald die hier ne, ankommen, dann geht hier auch das Türchen auf, was gerade noch verschlossen war. Reingucken kann man nicht. Es wird auch hier nur noch hier diese Geschichte mit der Patrouille, die wird hier noch angezeigt, die eventuell von Belang sein könnte. So, ja, sehr schön. Also da läuft die Lieferung. Moment. Sind die damit fertig? Das ist sowas schneller als gedacht. Wow. 24 von 24. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Sehr schön. Heißt 2 von 3. Wie sieht das mit den... das ist natürlich jetzt mit den Klingen. Das ist natürlich noch so eine Sache. Bis jetzt haben sie eine entdeckt. Oder vielmehr eine geliefert. Die eine, die wir da entdeckt haben oder die entdeckt wurde, ist jetzt die Frage, ist die auf dem Weg oder nicht? Handelsposten. Hier werden irgendwie immer noch Handelsträger. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Moment. Jetzt kommen wir aber ins Grübeln. Habe ich noch Rucksäcke? Ich glaube nicht. Nee, das ist nichts mehr. Ich bin hier auch falsch im Wasser. Moment. Handelsträger. Holzwerkstatt, Schneiderei. Du machst jetzt erstmal nochmal hier so wenigstens 10 von den Rucksäcken. Dann bist du beschäftigt. So. Entschuldigung. Handelsträger. Ich rekrutiere da mal 10 Stück, wenn das klappen sollte. Handelsgüter, aber Fraktionsgüter, transportieren, ja. Werkzeug, ein Rucksack, das ist richtig. Ich hatte doch, aber ich meine, ich hätte jede Menge, hatte ich nur einen in Auftrag gegeben? Ich meine, ich hätte mehr in Auftrag gegeben.
schon seltsam. Nun gut, also hier werden die Rucksäcke schon mal produziert. Das ist cool, das läuft. Belieferung eines Ortes abgeschlossen? Wie? Kann nicht sein, ich habe jetzt nur... Seltsam, einer von dreien geliefert worden. Irgendwas ist jetzt komisch. Zentrum, interessanter Ort entdeckt. Artefakt wurde entdeckt. Das ist. Ah, da kommt die noch nicht dran, ne? Wo ist der? Wo ist sie ihn wieder nicht? Oder bin ich hier wieder an einer anderen Stelle? Ihr müsst ja dann auch wieder dieses. Warte. Da ist er, genau. Ah, da kommt die noch nicht dran. Wo ist das? Was kann ich tun? Wo muss ich intervenieren? Wir haben hier einen Wachturm. Okay. Das ist interessant. Alles klar. Ich muss da auf jeden Fall intervenieren, sonst wird das nichts. Konzentriert euch mal hier in diese Gegend. Das ist natürlich jetzt die Frage, das sind dann so Zufallstreffer, ne? Wenn die irgendwann mal halt ein Gebiet aufdecken, dass dann die Möglichkeit halt besteht, die Dinge, die dann für uns wichtig sind, halt an diesem Ort entsprechend mitzunehmen. Ich mach das mal anders, ich mach das mal so, so und so, das funktioniert, das sieht gut aus. Geht jetzt nur darum, dass man da hinkommt. Ob das überhaupt wichtig ist, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, diese interessanten Orte, ja, die zählen, aber... Ach, die 24, die wir liefern sollten, das meinten die damit. Alles klar. Oh! Oha! Da haben wir einen Sprung gemacht. Von 50% auf 90% Richtung Freund. Ist noch nicht abgehakt, das Ganze, klar, aber wir kommen voran. Das ist ja schön. Ja, was auch vorankommt, ist überraschenderweise die Zeit, wie immer. Ja, es geht im Prinzip halt nur noch darum, dass wir das Ganze hier abschließen mit dieser Freundschaftsgeschichte und mit dem Handel und Wandel und hast du nicht gesehen. Damit werden wir uns dann in der nächsten Folge weiter beschäftigen müssen, notgedrungenerweise, aber ist halt so. Ich hoffe, ich kann dann wieder auf euch zählen. Bin auf jeden Fall schon mal froh, dass ihr mich bis jetzt hierhin begleitet habt. Natürlich auch besonders, dass du mit dabei bist und hier auch mit mir zusammen und mit den anderen die Fahne hochhältst. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.